Ach so, oder wollte er Relong? Keine Ahnung. Das ist natürlich blöd. Gut. Denn es ist bestimmt eine 134er. Ich soll. Oh mein Gott. So, dann gehen wir ganz kurz zu Pagels Schlachtfeld. Gehen ganz kurz zu C4. Und zum C4 und Silberstone und dann machen wir ein paar Minuten. 10 Minuten können wir das machen? Ja, 10 Minuten. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Also ein paar Pass mal reinschmeißen. Dass ich jetzt eine Quest gemacht habe, die ich hätte noch nicht machen sollen. Und jetzt wird sich eine Person darüber aufregen, dass ich das gemacht habe, weil eigentlich wollte ich es auch nicht machen und ich wollte mir alle Quests auch aufheben. Aber naja, vielleicht hat Jason das auch verwechselt. Vielleicht gibt es sie auch wirklich erst ab 134, wer weiß es schon, am Ende. Es ist jetzt leider nur, es ist zwar eine Quest, aber immerhin nur eine, von daher ist es eigentlich in Ordnung, ne? Joa. Mephisto, oh mein Gott, den Namen. Der sagt mir ja gar nichts. Mephisto, oh mein Gott. So, gucken wir mal. C4 war jetzt da hinten. Wäre interessant, wenn da jetzt welche sind, ne? Weil beim letzten, oh Gott. Nice, 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 nice. So, ich würde eigentlich ganz gerne den mal probieren, wie ich, was ich ihm zusetzen könnte. Das wäre sehr interessant. Aber mit Jasons Hilfe ist es auf jeden Fall ein Klacks. Ja, ungefähr beim letzten Mal ging er auch so schnell runter, ne? Down. So, so, und. Sehr schön. Ja, ich denke mal, das reicht dann erstmal und dann gucken wir erstmal weiter, wann es beim nächsten Mal weitergeht. Ich denke mal, ich bleibe dann hier stehen und beim nächsten Mal wieder. So, ein Tisch. Ja. Ach, jetzt wollte ich mir nochmal angucken, wie das aussieht. Ah ja, okay, alles klar. So sieht es also aus. Ja, ist in Ordnung, ne? Dann kann er die Daily machen, was dann noch passt. Teile verkauft. Oh Gott, das war blöd. Oh Gott, wie schnell er ist. Oh mein Gott. Genau, weil Jason hat nämlich vorhin was verkauft. Hat relativ viel Geld damit gemacht. Ich weiß nicht, was der sein Startkapital war, bevor er das gemacht hat, aber so wie es angehört hat oder sich erlesen hat, war das sehr, sehr, sehr viel. Bitte wieder Fußballschleime ins Room spawnen lassen. Cool. Ich so, was mir gerade einfällt, beim nächsten Stream, ich denke mal, ich werde dann Folgendes machen, und zwar mal ein anderes Spiel mal testen. Hätte ich mal mega Bock drauf. Nun ist die Frage, ob ihr auch Bock drauf habt. Ja, also, ja, würde mich mal interessieren, ne, weil...
So. Genau, weil es gibt nämlich von Gamigo ein anderes Spiel, was mich auch interessieren würde. Ich habe das schon sogar installiert. Ach so. Ja, da habe ich mir das gerade. Das war eben gerade falsch, was ich jetzt gedacht hatte. So. Ja, dann muss ich mal. Ich guck mal nebenbei noch was für mich jetzt hier. So, nebenbei. Ja, wie gesagt, würde ich gerne mal was Neues spielen mit euch. Aber ich sag mal so, im Grunde will es halt immer Fiesta Online als Hauptprojekt geben. Ne? Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann ich euch schon mal so sagen. Und es wurde ja auch im Stream gefragt, was nun eigentlich ist, wenn ich Level 135 bin. Weil so lange ist es leider nicht mehr. Oder, naja, kann sagen, Gott sei Dank ist es leider nicht. Ist es, Gott sei Dank ist es ja nicht mehr so lang. Hallo Golem, hallo. Wenn man überlegt, genau. Genau, das wollte ich. Es ist nämlich echt riskant eigentlich, wenn du so überlegst, dass du. Oh! What the fuck? Was hat das denn? Was? Vielleicht. Das mit dieser, mit dem Dings war richtig cool. Ja, 45% haben wir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Können wir noch ein paar Prozente machen. Also, ja, Level 190. Was macht man denn da? Also, ich will auf jeden Fall weiter für sondern spielen. Und möchte auch natürlich. Ja, das Ding ist, ich komme halt einfach nicht mehr aktuell so oft online. Vor allem, weil ich ja auch immer so relativ lange arbeiten muss. Also ich fange zwar erst um 10 an zur Zeit, ne? Und es ist immer Wechsel, immer Woche von Woche so, ne? Müsst ihr verstehen. Und ist halt trotzdem schwer, dann Zeit noch dazu viel zu finden. So, was ist das hier? Genau, also was ich machen werde, ist auf jeden Fall farmen, ne? Vielleicht mit euch einen neuen Charakter erstellen, dass man nochmal mit denen dann irgendwie gezielt irgendwie zum Levelgebiet geht und dann dort halt gezielt farmt. Ich sag mal so, ich habe jetzt einen Krieger, den ich auf Level 115 bringen gerne wollen möchte. Und ja, mal sehen. Das wäre zum Beispiel eine Option, was ich gerne machen wollen würde. Aber wofür ich mich nachher entscheide oder was ich nachher machen werde, ist natürlich die eine andere Frage. Ja, sehr interessant, okay. Aber weil ich gucke nämlich ab und zu mal gerne nach Autos, ne? Weil ich auch gerne Autos fahre und so. Und ja, kann man ja einfach mal drüber quatschen. Weil mich interessiert halt auch zum Beispiel Volvo, weil Volvo finde ich eigentlich optisch ganz geil eigentlich. Gut, das ist immer unterschiedlich. Geschmäcker sind halt verschieden. Und so die obere Klasse davon wäre jetzt zum Beispiel ein V oder ein S90. Und ihr müsst euch vorstellen, den Vorgänger vom kleineren Modell, also den V60, den gab es damals als Top-Supersport-Version, den Polestar mit 367 PS, und das würde mich halt sehr reizen, ne? Das Ding ist halt, wenn ich so überlege, ach, das ist auch alles Quatsch, was ich mich erzähle. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Naja, gut. So, ich würde sagen, einmal noch, einmal. Einmal noch. Und dann würde ich sagen, haben wir 46% oder passt 46%? Und ja, dann schauen wir mal, ne? Wie es denn weitergeht. Oh, Colli, Colli, Colli. Versteckt die Mine. Müssten wir eigentlich auch mal machen, weil möchte ich auch mal gerne sehen. Ach, ich habe den Buff jetzt verloren mit dem Häschen, mit dem Ei. Ah, deswegen ist egal.
Was ich auch überlegt hatte, ich wollte eigentlich demnächst eigentlich bald mal im Urlaub fahren. Das ist schön. Warte mal, kann man nicht? Da, genau, wollte ich doch sagen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle mit fast 76% würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe mal, dass ich morgen wieder aufnehmen kann und ein bisschen länger oder vielleicht, naja, muss man sehen. Im Moment ein sehr anstrengender und langer Tag, Arbeitstag und von daher würde ich sagen, vielleicht am Wochenende, vielleicht sind wir da, mal sehen. Also, macht's gut, bis dann und vielen Dank nochmal, Jason, für die Hilfe, eine spontane Hilfe. Also, macht's gut, bis dann, euer Sibi. Und übrigens, Jürgen, bitte nicht hauen, wenn ich, dass ich jetzt die eine Kiste gemacht habe, aber. Jason und ich haben da jetzt uns was falsch gedacht, ne? Oder, naja, egal. Gut, macht's gut, bis dann, euer Sibi. Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und wir haben 8888 Heilpunkte. Oh mein Gott, wie ich das bekommen habe. Ventür? Ja. Ja, also ich versuche auf jeden Fall mit Cap, ne? War das nicht einer vom Stream? Ich weiß es gar nicht, es ist schon so lange. Lisandra. Lisandra. Oh Gott, Gott. Das ist immer schwer. Ich. Ach so. Ah, okay, alles klar. Deswegen wusste ich gerade nicht. Okay. Ja, weiter geht's. Ja, in den letzten Tagen, ich kam einfach nicht in Fiesta Online rein. Ich habe es dann halt aufgegeben, weil ich dann keine Zeit hatte. Weiter zu machen halt und dementsprechend, naja, egal. Gut, wir wollen es jetzt aber dieses Mal ein bisschen machen, auch wenn ich nicht allzu viel Zeit habe, aber ich werde das Bestmögliche heraus suchen. Ja, eine können wir kurz mal auch mal wieder machen. Ich hatte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, aber ich hatte Dings das aufgenommen beim allerersten Mal. Wir haben, glaube ich, auch gewonnen. Und das zweite Mal haben wir nicht gewonnen. Und naja, was soll ich sagen? Am Ende, ja, habe ich leider die Sounddatei oder irgendwas gelöscht. Nee, das Videomaterial habe ich leider gelöscht. Von daher, naja, was wird's halt machen? Nee, ist halt weg und kommt auch nicht mehr wieder. Schade eigentlich drum, ne? Naja, egal. Wir machen es trotzdem irgendwann nochmal machen, weil ich denke mal, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und was ich nicht erzählt habe, doch, habe ich schon erzählt. Nee, oder? Jason ist Level 135 geworden. Glückwunsch. Nee, hab ich noch nicht, weil Jason heute, ja, heute um 2 Uhr morgen ist er Level 135 geworden. Jetzt echt durchgezogen. Echt beneidenswert, weil bis ich Level 135 sein werde, das dauert noch ein bisschen, aber ich gebe mir allergrößte Mühe, die mir halt, wie es halt klappt. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass es dann halt irgendwann frühen Sommer oder so, ne? Mal gucken. Gut, und ja, ich wollte eigentlich auch gestern auch streamen, aber also Samstag, aber das habe ich dann doch halt mich anders entschieden, was anderes Spontanes gemacht. Und von daher, naja, was soll man machen, ne? Ja. Aber der nächste Stream, der wird dann halt vielleicht am 1. Mai, wer weiß das schon, weiß ich nicht, am 1. Mai klingt eigentlich ganz gut. Da haben wir nämlich, oder viele haben da frei, ne? Weil es ja ein regulärer Feiertag ist. Und ich habe am Samstag sogar frei, also Samstag darauf habe ich auch frei. Also von daher mal gucken, was da so geht. Ne? Also Lust hätte ich auf jeden Fall. Ich hätte es eigentlich schon machen wollen können, wie auch immer, aber naja, am Ende hat es ja leider nicht geklappt. So, ich weiß, mich nervt es jetzt persönlich, dass immer hier was erscheint. Ach übrigens, ich habe jetzt 57%, also ich habe das, glaube ich, zweimal machen können. Aber jetzt ohne euch und mit 63%, oh mein Gott, da haben wir es auch bald geschafft. Ja, warum denn nicht? Ja, ist ja auch geil, ne? Cap und dann